Es gibt keine Gesinnungsschnüffelei in unserem Staat. Was für eine Sendung bei Markus Lanz. Es geht um das Kalifat, das wir erdulden müssen. Es geht darum, dass wir keine Gesinnungsschnüffelei in diesem Land haben. Und es geht darum, dass die AfD die größte Gefahr ist und sie verboten werden muss. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Sendung von Markus Lanz gestern Abend, sie ist wirklich voller Sprengstoff sozusagen. Es war hier Franz Müntefering, ehemaliger Minister unter der SPD, und Gerhard Baum, der letzte Innenminister der FDP. Ja, lange, lange ist es her. Es war das Kabinett Schmidt II und Schmidt III. Viele von uns waren wahrscheinlich noch gar nicht geboren. Es ging hier in der Sendung um einige Themen. Ich habe versucht, die wichtigsten für euch herauszufischen. Und dann fangen wir doch direkt mal an. Das, was ihr am Anfang gesehen habt, das war eigentlich der Knaller. Es gibt keine Gesinnungsschnüffelei in unserem Staat. Es gibt keine Gesinnungsschnüffelei in unserem Staat. Ob er das jetzt mit dem Wissen über Frau Faesers neue Politik oder ohne gesagt hat, sei mal dahingestellt. Aber ihr seht, der ältere Herr, er lebt hier nicht mehr auf ganz der Höhe der Zeit. Er hat sich hier auch zu folgenden Aussagen hinreißen lassen, als Markus Lanz den Finger in die Kalifatswunde gelegt hat. So, wir reden über Islamisten. Ja gut, aber Wenn Sie so etwas sehen, was denken Sie dann? Also ich denke erstmal an unsere Verfassung, an das Grundgesetz. Er denkt an unser Grundgesetz. Ja, an unsere Verfassung. Und dann kommt wieder diese Leier von die Meinungsfreiheit, die erlaubt so etwas. Und da muss man mal sagen, ja, die Meinungsfreiheit erlaubt das, aber bei Volksverhetzung ist ja bekanntlichermaßen Schluss. Hier gibt es die Volksverhetzung aber anscheinend immer nur in eine Richtung. Doch Markus Lanz, er hat hier wirklich in der Sendung mal gezeigt, dass er auch anders kann als nur Beipflichten der Regierung. Schauen wir mal rein. Und das Erste, was Sie aber abschaffen würden bei den Forderungen, die wir da sehen, also Kalifat ist die Lösung und so weiter, das Erste, was Sie abschaffen würden, ist genau dieses Grundgesetz. Also. Müssen wir das aushalten? Wir müssen das bis zu einem gewissen Grade aushalten, wenn es nicht zur wirklichen Gefährdung unserer Demokratie wird. Wir leben in einer Verfassung, die Gedankenfreiheit garantiert. Der Staat darf in keiner Weise Einfluss nehmen auf die Gesinnung seiner Bürger. Selbst wenn Sie diese freiheitliche Grundordnung abschaffen wollen, haben Sie Meinungsfreiheit. Ah, habt ihr gehört? Selbst wenn man als Islamist in Hamburg diese freiheitlich-demokratische Grundordnung in Deutschland abschaffen möchte, so genießt er Meinungsfreiheit. Das sind die Worte des ehemaligen FDP-Bundesinnenministers Gerhard Baum. Jetzt geht er hier allerdings noch weiter und er schießt gleich sowas von dermaßen über das Ziel hinaus, dass selbst Markus Lanz fassungslos ist, sprachlos wird und ihn dann anfängt zu unterbrechen. Ihr müsst dieses Grundgesetz mit Zähnen und Klauen verteidigen. Ja, aber Sie gerade sagen, junge Leute, das ist ja schon ein interessanter Befund. Ne? Ja, das ist ein interessanter Befund. Ja. 22% der jungen Leute sagen, AfD, kann ich mir vorstellen, die sympathisieren damit. Ja. Ah, Markus Lanz liest wenigstens alle Umfragen, auch wenn sie nicht ins politische Narrativ passen. Warum die jungen Leute in Massen zur AfD strömen? Und hier geht es gleich weiter. Wissen Sie, was das Schlimmste ist in meinen Augen? Dass die Politik, die Demokraten, Vertrauen verloren haben. Dass das Vertrauen in die demokratischen Parteien, die allein die Probleme lösen können, so stark gesunken ist. Genau, und in die Institution. Genau, Sie sind im Fernsehen Lügenpresse. Ja, ja, ich weiß das. Nicht? Also, wir müssen da raus. Und da hat Markus Lanz dann wirklich eingegriffen und hat das Ganze nochmal zurechtgerückt, dass hier das eine mit dem anderen immer vermengt wird und Lügenpresse und hier und da und die demokratischen Institutionen, sie haben hier an Vertrauen verloren. Ja, sie haben an Vertrauen verloren. Und zwar durch schlechte Politik. Durch Politik gegen Deutschland, für andere, das Geld aus Deutschland hinauszuleiten, das war wichtiger jahrelang. Die FDP, sie war vorne mit dabei, doch es kommt jetzt hier noch gleich noch viel dicker, denn weder Herr Baum noch Herr Müntefering kommen am Ende auf die Idee, dass sie selbst dafür verantwortlich sind. Sie suchen die Schuld bei anderen Leuten und allen voran ist jetzt hier, Achtung, die AfD wieder die größte Gefahr. Und heute, jetzt komme ich auf die Situation, ist das gefährdet in einer, wir haben eine stabile Demokratie, aber die ist herausgefordert durch eine Gefahr, die ich so noch nicht erlebt habe. Eine freiheitsfeindliche Partei in allen Parlamenten, eingesickert in die Gesellschaft. Eine freiheitsfeindliche Partei,
eingesickert in die Parlamente. Er meint hier die AfD. Er solle mir doch mal bitte ein paar Beispiele per E-Mail zukommen lassen, wo die AfD hier freiheitsfeindlich ist. Die AfD steht als eine der wenigen Parteien noch für die Freiheit, vor allem die Freiheit der Meinungsäußerung und so weiter. Zumindest solange die Meinungsäußerung nicht gegen einen selbst geht. Aber das ist ein anderes Thema. Jetzt geht es hier noch weiter. Vor einer Situation, wo eine freiheitsfeindliche Partei die stärkste Partei in Sachsen werden kann. Oder in Thüringen. Und das heißt also, die Gefahr ist vor der Haustür. Es gibt die größte Gefahr ist also in Sachsen und in Thüringen zu finden, wo die Rechten quasi, wo die Gefahr vor der Tür steht, weil sie die stärkste Kraft im Parlament werden könnten. Aber wir haben keine Gesinnungspolizei in diesem Land. Und nein, selbst wenn man die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen will, hat man Meinungsfreiheit, sagte er eben noch. Doch jetzt ist es gegen die AfD und gegen die AfD ist alles erlaubt. Jedes Mittel ist recht. Und jetzt kommen wir hier mal zu den Trends. Ob es denn trendy ist, gegen rechts, also rechts zu sein, ob es ein neuer Modetrend ist. Und da muss Markus Lanz mal wirklich ausholen und dem Mann erklären, was aus seiner Sicht der Dinge denn das Problem ist in der Politik, nämlich Klientelpolitik. Und Markus Lanz nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt hier mal seine Meinung frei raus, die können wir selten hören. Diese Trendy-Sache, es gibt ja einige Leute, die sagen, Trends gehen wieder weg. Ich weiß das nicht. Aber im Grunde ist es also offenbar schick, sich für Rechtsextremisten auszusprechen. Nicht? Das klingt so, als wäre es eine Modeerscheinung. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es da um Zeitgeist geht, um meine Modeerscheinung. Worum geht's? Soll ich Ihnen meinen Gedanken dazu sagen? Ist völlig unwichtig, aber manchmal frage ich mich, das Durchschnittsalter des CDU-Wählers ist 61. Das Durchschnittsalter des SPD-Wählers ist 61. Selbst das Durchschnittsalter des Grünen-Wählers ist, glaube ich, 48. Was sagt uns das? Ja. Wenn Sie sich die Rentenpakete anschauen, wer macht für wen eigentlich Politik? Also ich erlebe oft junge Leute, die zutiefst frustriert sind, weil sie natürlich sehen, da gibt es jetzt diese riesige Gruppe, diese Kohorte der Babyboomer, der bösen Boomer, zu denen ich auch fast gehöre. Und für die wird Politik gemacht. Und die sagen, wir sind eine kleine Kohorte und deswegen sind wir für euch nicht wertvoll als Parteien und deswegen kümmert ihr euch nicht um uns, um unsere Anliegen. Ihr überseht uns einfach, weil wir sind für euch nicht weiter wichtig. Gut, ist da was dran? Ich möchte das nicht verallgemeinern. Ich möchte das nicht verallgemeinern, denn wenn man den Politikern die Fehler ihrer Politik vorhält, dann haben sie absolut keine Lösung parat. Die Sendung, sie war wirklich lang. Ihr könnt sie euch gerne anschauen in der Mediathek. Es ging eigentlich um 75 Jahre Grundgesetz und es sind dann doch am Ende einige Wahrheiten ans Licht gekommen, auch die Wahrheit über unser Rentensystem, dass Herr Müntefering sich wirklich die Frage stellt, wie lange denn die SPD hier die Wähler noch täuschen möchte, denn es kann so nicht weitergehen in der Rente. Meine Worte haben hier bei Markus Lanz mal Anklang gefunden, auch von ganz anderer Stelle. Ich bin wirklich angetan davon, aber man wird die Leute weiter versuchen, hinters Licht zu führen. Und die persönlich betroffenen Leute, die hat man hier in der Sendung natürlich auch wieder rausgeholt. Es ging um den Angriff beim Plakatekleben einer Grünen in Dresden. Und da schauen wir mal kurz rein. Der Ton ist an einer Stelle unkenntlich gemacht, damit YouTube wieder hier keine Probleme macht. Und am Ende müsst ihr mal darauf achten, was denn die Lösungsvorschläge sind von Herrn Müntefering. Ob ihr das Wort Politik finden könnt. Wenn ja, dann schreibt es mir mal unter das Video. Ich habe das Wort bis heute gesucht, aber schauen wir noch mal rein. Ihr seid hier falsch. Blase, falsche Blase. Hier lebt die AfD. Wir müssen uns jeden Tag schlagen. Ich zitiere. Ah, ja. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Ich sehe gerade das Entsetzen in Ihren Augen. Ja, das ist klar, das ist schlimm, aber deshalb stellt sich jetzt ja die Frage, wer kann was tun? Die Eltern, die Schule, die Bildung und die Öffentlichkeit. Wer ist eigentlich Öffentlichkeit? Wer was tun kann, Herr Müntefering? Die Politik, nicht die Eltern, nicht die Schule, nicht die Gesellschaft. Die Politik muss dafür sorgen, hier wurde es abfällig bewertet,
dass die normalen Bürger sich mit den Zugewanderten hier rumschlagen müssen und ihre tagtäglichen Probleme haben. Und sobald man was sagt, ist man ein Rassist, ein Ausländerfeind, ein Nazi, ein Rechtsextremist. Sucht euch raus, was man ist. Aber ich zeige euch hier immer wieder die Pressestimmen auch der Zugewanderten in unserem Land, die eben dasselbe fordern wie viele Deutsche, die sagen, kriminelle und straffällige Zuwanderer gehören abgeschoben und zwar konsequent. Ich sage, eine Chance hat jeder verdient, aber bei dem zweiten Fehltritt hat jemand ein Flugzeug zu besteigen und dieses Land zu verlassen. In welche Richtung der Himmelsrichtungen ist dann völlig egal, Hauptsache weg von unserer Gesellschaft. Denn die Bevölkerung muss Politik für das Volk machen. Sie muss die Sicherheit gewährleisten. Gewährleistet sie nicht die Sicherheit in diesem Land, delegitimiert sich der Staat selbst. Denn der Staat kann sich nur selbst legitimieren, indem er seine Staatsaufgaben wahrnimmt, indem er für Sicherheit sorgt, für Ordnung sorgt, für Infrastruktur sorgt, für ausgeglichene Finanzen sorgt. All das ist Fehlanzeige in diesem Land und damit einen schönen Gruß nach Köln an die Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ich grüße euch und wenn ihr wieder meint, ein Transkript dieses Videos anzufertigen, dann sendet mir doch wenigstens mal meinen Brief zu meiner datenschutzrechtlichen Abfrage. Ich warte immer noch. Damit mache ich mal Schluss. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu diesem heißen Thema hier. Schreib mir doch mal einen Kommentar unter dieses Video und damit bis bald.